zusammen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sprechen darf. Liebe Steffi, vielen Dank. Du hast eigentlich schon alles verraten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll an der Stelle. Nein, Spaß. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Das ist meine vierte Teilnahme. Man kann eigentlich schon sagen, ich gehöre jetzt hier zum Inventar und freue mich, in meiner neuen Rolle jetzt einfach mal unser Unternehmen, die Consize, vorstellen zu dürfen. Wer sind wir im Detail? Steffi hat es ja schon gesagt, wir sind Zusammenschluss aus ehemaligen Kollegen. Wir vereinen bei uns im Unternehmen über 50 Jahre Produktwissen zu Lucanet, wurden erst vor 1,5 Jahren gegründet, haben aber mittlerweile über 70 Kunden, die auf unsere Dienstleistung vertrauen. Ja, das ist ein Riesenspektrum, das geht los bei Kunden mit 20 Millionen Umsatz, haben aber auch drei, ich würde sagen, internationale Großkonzerne bei uns in der Betreuung, die jeweils über 8 Milliarden Euro Umsatz machen. Was bieten wir denn eigentlich an? Ja, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir hier mitbringen, sind wir natürlich auch in der Branche unterwegs der Softwareauswahl. Also heißt, wir kennen eigentlich alle Anbieter, die es auf dem Markt gibt, unterstützen hierhergehend natürlich sehr stark auch bei der jeweiligen Softwareauswahl, weil wir wissen, was die einzelnen Lösungen kennen. Auch wenn wir früher Konkurrenten waren an der Stelle, wissen wir natürlich, wo sind Schwachstellen und die jeweiligen Stärken. Der Fokus unseres Unternehmen ist natürlich das gesamte Produktportfolio von Lucanet. Da sind wir unglaublich stark. Wir haben es auch geschafft, innerhalb von 1,5 Jahren jetzt bei Lucanet zum Premium-Partner aufzusteigen. Da sind wir mit unserem Unternehmen recht jung. Wir sind ein schlagkräftiges, kleines Team und spielen in der Welt mit den großen Konkurrenten zusammen oder gegen sie, die ganzen großen Beratungshäuser. Selbstverständlich gehört jetzt auch das ganze Financial Advisory im Fokus auf das Lucanet-Portfolio hier mit dazu. So, da wir kein Softwareanbieter sind, sondern Implementierungspartner, ist für mich die Frage, was kann ich Ihnen heute eigentlich so erzählen, was in der Kürze der Zeit für Sie tatsächlich einen Mehrwert darstellt. Wir haben auch letzte Woche entschieden, sehr spontan, dass wir auf dem Accounting Summit teilnehmen. Und dann stellt sich wirklich die Frage, was erzähle ich jetzt in 5 Minuten, das Ihnen allen Mehrwert irgendwie verschafft. Daher will ich Ihnen heute einfach ein bisschen Erfahrungen mitgeben, die wir jetzt in den letzten 50 Jahren auch gemeinsam gesammelt haben. Und will ihn einfach mal beleuchten, was sind die drei häufigsten Fehler, die man bei der Implementierung, speziell jetzt einer Konsolidierungssoftware, ich würde es jetzt ein bisschen aufweiten, einer Softwarelösung machen kann. Und der erste Fehler, den man machen kann, sind falsche Erwartungshaltungen. Ich zum Beispiel war letzte Woche mit meinen Kindern in Berlin Eis essen. Es war super warm. Was waren denn ihre Erwartungshaltungen? Es gibt einen riesen Eisbecher. Was habe ich gemacht? Ich kam zurück und jeder hat eine Eiskugel bekommen. Das Schlimmste dabei war, ich habe sogar noch die Streusel vergessen. So, wie haben wir das ganze Problem am Ende gelöst? Ja? Ich bin nochmal losgelaufen am Ende, habe noch ein Eis gekauft. Das heißt, ich musste noch mehr Geld investieren, damit wir am Ende wieder Frieden gehabt haben. Und das, was ich im Privaten erlebt habe, das können Sie natürlich jederzeit auch ins Berufliche ummünzen. Es gibt nichts Schlimmeres als eine falsche Datenbasis. Daher, wenn Sie eine schlechte Datenbasis haben, brauchen Sie nicht erwarten, dass irgendeine Konsolidierungslösung oder andere Lösung im Hintergrund dann für Sie zaubern kann. Daher empfehle ich Ihnen allen und bitte Sie, wenn Sie sich mit einer Softwarelösung beschäftigen, schauen Sie sich als erstes Ihre Datenbasis an. Analysieren Sie diese offen und ehrlich. Und wenn Sie feststellen, Sie sind noch nicht so weit, verschieben Sie das Projekt lieber, als sofort zu starten, weil Sie zwangsläufig einen Stopp während der Implementierung erleben werden. Ein weiterer großer Fehler ist Geiz. Wer kennt den Slogan nicht? Geiz ist geil. Das passt halt bei einer Softwareauswahl überhaupt nicht. Also legen Sie sich ein richtiges Budget zurecht, wo Sie wirklich sagen können, Sie kommen damit zurecht. Was ist, wenn Sie bei der Implementierung sparen? Es geht nicht darum, dass das Implementierungsunternehmen viel Geld verdient. Es geht auch nicht darum, dass Sie das Unternehmen nutzen, das den höchsten Tagessatz hat. Aber Sie sollen am Ende eine Softwarelösung erhalten, die sauber aufgebaut ist, Ihre User sind sauber geschult. Wenn das nicht zutrifft, werden Sie am Ende Probleme haben und nachinvestieren müssen. Als letztes hätte ich noch eine schlechte Zeitplanung. Eine schlechte Zeitplanung findet man immer wieder, auch im gesamten Leben, denke ich an der Stelle. Wir haben es schon so häufig erlebt, dass Kunden uns Mitte des Monats anrufen und meinen, wir müssen in einer Woche das und das erledigt haben. Unrealistisch. Wenn Sie einen Druck haben und sagen, Sie kriegen das in einer gewissen Zeit nicht umgesetzt, lassen Sie das Projekt, verschieben Sie es wieder nach hinten. Oder denken Sie über andere Ansätze nach, wie einen Full-Consulting-Ansatz, wo Sie sagen, Sie outsourcen Beratungsdienstleistungen an der Stelle. Es gibt noch einen weiteren Fehler, aus meiner Sicht zumindest, für Sie alle, die jetzt hier sitzen. Und das wäre nämlich, uns nicht zu besuchen an unserem Stand. So, vielen Dank. Applaus